Jetzt darf ich Herrn Franz Tomasic bitten, Colors of Corinthia. Sehr geehrte Damen und Herren, spoštovane dame in gospodje, drage Miro, hvala lepa za tvoje velo. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr über solche Initiativen. Alle reden jetzt über den 21. Dezember, über den Weltuntergang und so. Und umso sympathischer ist mir diese Initiative, die etwas über den Tellerrand hinausdeckt. 2013 soll ja das europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger werden. Und ich werde Ihnen jetzt ganz kurz das Projekt Colors of Corinthia vorstellen. Vielleicht einmal, wer ist im Hintergrund? Das ist eine zivilgesellschaftliche Initiative. Also es ist kein Verein, es sind einfach nur 5 Personen, die in diesem Kärntner Kontext irgendwie ein Unbehagen verspürt haben. Und die Idee haben die beiden wirklich fantastischen Fotografen Karl-Heinz Fessel und Christian Brandstätter gehabt. Und zum Christian Brandstätter hat sich dann noch der Loise Wieser, ein wirklich renommierter Buchmacher im europäischen Raum, dazugesellt. Erich Kugi, ein begnadeter Grafiker, und Franz Tomasic als Kommunikationsmensch. Also was haben wir gemacht? Was haben wir eigentlich dann gemacht? Also im Prinzip wollten wir weg von der Tagespolitik. Also es wird so viel Schindluder betrieben und alles auf die politische Linie. Wir haben gesagt, nein, wir möchten eigentlich wirklich nur 50 Kärntner vorstellen mit Migrationshintergrund, die ganz aus verschiedenen Gründen nach Kärnten gekommen sind. Bei einem war es die Liebe, bei dem anderen war es einfach der Krieg, bei den dritten waren es wirtschaftliche Gründe. Und das sind alles Kärntner, die ganz normal ihren Sozialversicherungsbeitrag zahlen, hier ihre Familien gründen und ganz normale Kärntner sind. Und wir haben gesagt, wir müssen diese Botschaft irgendwie nach außen tragen. Und die Mittel der Kunst und der Literatur haben halt ihre Eigenheiten. Und so ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Buch entstanden, das Buch Colors of Corinthia. Hier sind alle 50 Personen abgebildet. Und es gibt dann auch ganz, ganz schöne und berührende Texte von Eva Menasse, Peter Handke, Turini. Also wirklich ganz, ganz schön, alles zum Thema Heimat und zum anderen Kern sozusagen. Dann hat es noch, oder es gibt eine wunderschöne Ausstellung, die in Villach gezeigt wurde, das war im März. Dann waren wir in Ljubljana im slowenischen Ethnografischen Museum und jetzt im November in Brüssel im Europäischen Parlament. Und wir planen noch weitere Ausstellungen jetzt in Graz und in Wien. Und wir möchten einfach ein anderes Kärntenbild präsentieren. Also Kärnten ist viel, viel bunter und viel, viel, wie soll ich sagen, vielfältiger, nicht so einfältig, wie es oft dargestellt wird. Und ganz besonders freut mich einfach der Hintergrund, dass dieses Projekt dann auch ausgezeichnet wurde. Es hat den Kärntner Werbepreis bekommen, den Kreos in der Kategorie Kampagne. Und das freut mich wirklich sehr. Das heißt, dass die Botschaft auch bei den Menschen angekommen ist. Und das Zweite ist, dieses Projekt wurde auch mit dem Europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet. Und ich hoffe einfach, dass wir mit dieser Initiative einfach dieses Kärnten etwas bunter machen. Aber ich möchte auch an Micha anknüpfen. Ich glaube, es ist einfach die Politik der kleinen Schritte. Und ich freue mich auch jeden Tag, wenn ich jetzt beim Pumpe vorbeigehe und jetzt kann ich mein Bier in 3 Sprachen trinken. Also, in diesem Sinne, einen schönen Abend und ein buntes Gern. Hvala lepa.